Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, hier wieder zu Alter Ehren. Wir mit euren Rico heute hier wieder bei knalliger Hitze und wunderschönem Sommerwetter in Ludwigshafen. Hier gerade mein kleines Homeoffice aufgeschlagen in Nähe am Rhein. Ich hier vermutlich hier erstmal am Stand gesetzt hier. Sehr schöne Location. Und ich dachte, ich mache heute mal wieder mein kleines Video. Heute mal jetzt keine Riesensendung oder sowas. Gestern habe ich mir auch mal ein bisschen Auszeit gegönnt. Musste auch einfach mal sein. Bei der Hitze, da war es echt nicht gerade nach Flocken zumute und hat man einfach mal ein bisschen Siesta gemacht und den Körper auch mal Ruhe gegönnt. Das musste auch einfach mal sein. War auch gestern noch nicht allzu viel los, also von daher, wie gesagt, man muss sich auch selber auch mal ein bisschen Ruhe gönnen. So, und heute einfach mal nur ein kleines Video. Jetzt nichts groß umfangreifendes, einfach mal so ein bisschen seine Gedanken heute mal mitschweifen lassen, euch mitteilen. Wie es bis jetzt gerade so läuft, wie ich gerade so meinen Weg gehe und wie ich gerade so über die letzte Zeit denke. Ja, sagt man, macht ja jetzt momentan aktuell ja gerade sowieso die Zeit durch als Obdachloser. Ist ja auch nicht gerade jeden einfach oder auch nicht jeder Mensch kann sich das wohl gerade vorstellen. Sonst in der Regel hat man sein Dach über Kopf und hat alles, was man braucht. Aber ja, es gibt halt auch Situationen und Menschen, denen geht es halt nicht so gut. Aus bestimmten Gründen dann, wenn man halt seine Wohnung verliert oder seine Wohnung aufgegeben hat, halt versucht irgendwo einen Neuanfang zu machen und man heutzutage in diesem Sozialstaat, in Anführungszeichen, halt auch nicht immer einfach ist, halt wieder eine Wohnung zu bekommen. Somit hatte ich ja wenigstens Glück, halt bei der Caritas wenigstens zu landen, da ja ein Dach über dem Kopf zu haben. Aber man teilt halt ja auch nur sein Zimmer halt mit ja, noch ihren anderen Personen, mit der ich mich zwar gut verstehe, aber man hat trotzdem halt einen beengten Raum. Und dann gerade noch bei dieser Hitze der Zeit, die Hitzeperiode, die man gerade durchmacht, ist auch nicht gerade einfach, dass es auch im Zimmer sehr warm, wenn man halt keine Klimaanlage hat. Besonders über nachts ist dann halt ziemlich anstrengend, dann da kannst du dann kaum schlafen, weil jetzt ständig bist du wieder nur am Schwitzen. Und dann ist alles nass, die Bettbezüge und Handtücher haben wir jetzt heute auch erstmal wieder in die Waschmaschine gesteckt, weil es ist ja auch kein schönes Gefühl. Und ja, bist eigentlich nur noch dabei, dir kühle Umschläge zu machen. Dass du wenigstens ein bisschen Frische drin hast. Ich habe schon gesagt, wenn das noch so weitergeht, kaufe ich mir bald noch einen Ventilator, wenn es sein muss. Also, Dinger, die kosten ja nicht allzu viel. Aber gut, ich habe es ja ein Glück einerseits sehr auch bald geschafft. Bald geht es ja in die WG, die hier in Ludwigshafen-Gartenstadt ist, so ein Vorort von Ludwigshafen, also nicht Stadtzentrum, sondern ja, außerhalb. Sehr schöne Gegend, sehr viel Grün drumherum, wo man auch super Kräuter sammeln kann. Da freue ich mich schon allein für meine Smoothies. Hier in Ludwigshafen, in der Stadt, hat man ja nicht so die Möglichkeit. Es wird schon wieder so ein Schnellboot wieder an. Wir können mal langsam fahren bei dem Wetter. Da wird gleich wieder Wellengang kommen. Ja. Und da freue ich mich auf jeden Fall schon mit den zwei netten Damen, mit denen ich mich schon halbwegs etwas gut verstehe. Wir haben ja schon miteinander gesprochen und sind gerade an der Planung alles jetzt machen. Jetzt noch den Mietvertrag aufsetzen. Denke ich mal, das wird nächste Woche im Angriff gehen und dann alles für den Umzugstermin vorbereiten. Dann muss das hier mit der Caritas noch abklären, dass wenn ich dann hier ausziehe, Arbeitsamt wieder ummelden und alles, dann mich allgemein wieder ab- und ummelden. Ja, Bürokratie, Deutschland halt. Ein bisschen Papierkram halt noch und dann geht das Leben erstmal wieder richtig los. Ich denke mal, ja, da wird man es wieder richtig anfangen können zu leben. Wenn man dann auch wieder ein bisschen Umfeld hat, wieder auch einen Ort hat, was man etwas zu Hause nennen kann. Ich denke mal, das wird richtig spaßig und lustig dann mit den Menschen, wenn man ja auch Menschen noch mit dabei hat. Ist was anderes, als wenn man ja nur alleine wohnt, seine eigene Wohnung hat und so und nur für sich ist. So hat man ja auch noch Menschen um sich herum und wenn man sich mit denen versteht, dann denke ich mal, wird das eine richtige, schöne, coole Zeit werden. Da freue ich mich auf jeden Fall schon. Tja, und so macht man halt jeden Tag, den man so hat, noch zur Zeit hat, jeden Tag das Beste halt draus. Ich bin froh. Auf jeden Tag, der gibt jeder, wenn die jetzt mal wieder ein neuer Morgen aufgeht, freue ich mich schon auf den Tag und mal schauen, was passiert und kommt. Es liegt ja auch vieles an uns selber, was wir aus der Zeit machen. Und ich sage mir einfach, ja, schauen wir mal, was es draus gibt. Dann macht man sich halt mal ein bisschen ruhig, besonders jetzt bei diesem klimatischen, heißen Wetter. Da kann man auch nicht immer allzu viel machen. Ruht man sich halt mal ein bisschen aus, gönnt man sich mal ein bisschen Auszeit. Und so anderen Tagen, dann macht man halt wieder was, hat Ämterwege zu erledigen oder man ist ein bisschen im Internet ein bisschen kreativ. Und macht da nochmal weiter, mein Alter Ehren wir, gibt es ja auch noch einiges sehr zu tun. So richtig loslegen, denke ich mal, wird das dann erst, wenn ich dann mein stationäres Internet dann habe, wo ich dann auch mal abends länger auch mal zum Beispiel dran arbeiten kann. Ich bin ja sowieso ein Mensch, der mehr gerne nachts aktiv ist.
der abends besser denken kann und arbeiten kann. Und da hat man hier nicht immer so die Möglichkeit zurzeit. Aber wenn ich dann WLAN oder Internetanschluss dann dort in der WG habe, dann kann ich dann auch die ganze Zeit dran arbeiten und dann kann ich auch meinen Blog dann noch endlich machen. Da gibt es irgendwie noch einiges zu tun, aber da brauche ich halt einfach Ruhe und Zeit und nicht nur so eine Stunde, zwei Stunden im Kaffee oder so. Ich weiß nicht, da kann ich nicht so gemütlich an solche langfristigen Projekte zurzeit arbeiten. Dann mache ich mir lieber die kleineren Sachen, die Facebook-Posts, meine Facebook-Seite weitermachen. Würde ich mich freuen, wenn ihr da auch mal vorbeischaut auf meiner Facebook-Seite mit. Ja, das hinterlasse ich ja so gut wie immer jeden Tag einen Spruch dort. Und allgemein ein bisschen was noch aus meinem Leben mit zu erzählen. Also wenn ihr auf Facebook seid, lasst gerne mal einen Daumen mit nach oben. Da würde ich mich sehr freuen. Links sind ja alle mit unten, wo ich zu finden bin. Genauso wie auch Instagram und so, wo ich ja meine Bilder mit euch teile aus meinem Leben. Also wer Instagram hat, schaut auch da gerne mit vorbei bei Alter Ihren Wir. Wie gesagt, Links alle unten in der Videobeschreibung. Kennt ihr ja. So, wie es ja viele YouTuber ja auch gerne machen. Halt Infobox auch mal lesen. Da steht alles Wichtige drin. Und alle Verlinkungen und was man halt so wissen muss oder auch nicht. Ja, nee. So bin ich momentan einfach fröhlich, gut gelaunt. Also mir geht es wesentlich besser als der letzte Zeit. Wo ich da öfters ab und zu noch depressiv war oder naja, mich halt manchmal gehen lassen habe. Aber jetzt so genieße ich eigentlich jeden Tag und bin einfach froh, dass ich hier mit auf der Welt bin. Ich bin dankbar für die Menschen, die auch mit da sind, ihr da draußen und alle, mit denen ich schreibe oder so Kontakt habe und denen ihre Arbeiten auch mitverfolge. Es ist einfach schön. Ich sage, das Leben hat so viel zu bieten und die Fülle ist im Grunde genommen so groß, man muss es nur erst mal erkennen können. Es ist natürlich auch nicht immer leicht, es gibt wirklich auch Tage, ja, da denkt man, alles scheiße, so nach dem Motto. Aber es liegt ja im Grunde genommen einfach nur an uns selbst, was wir raus machen. Wie wir mit der Situation umgehen, das liegt wirklich nur an uns selber und nicht an der Situation. Das, was wir aussenden, kommt auf uns wieder zurück. Und genauso ist es auch mit unserer Einstellung. Und seitdem ich versuche, jeden Tag positiv zu denken, positiv mein Leben zu gehen, was im Leben zu verändern, was zu bewegen, kommt auch die Veränderung mit in mein Leben. So merkst du immer mehr, es klappt auf einmal mit der WG und mit allen anderen Sachen. Und ja, es wird jeden Tag besser. Ich bin einfach glücklich, das, ja, glücklich einfach. Ich kann wieder mal lächeln, ich kann lachen. Und herrlich. Da schwimmen gerade auch noch die Entchen dran vorbei. Ich sag ja, das sehen wir sie. Da sind sie. Versuchen gerade gegen den Strom anzuschwimmen. Ich sage, das sind die schönen Momente der Natur, die man einfach mal genießen kann. Einfach mal die Ruhe, die man auch einfach mal entspannen kann. Das ist herrlich. Und gerade da ich auch viel alleine bin, ja keinen großen Freundeskreis bis jetzt noch nicht habe. Wer weiß, was ja noch alles kommen kann. Schätzen, denke ich mal, der WG lernt man ja auch dann auch einige Menschen kennen. Die kennen ja auch ihre Leute und so lernt man dann auch diese kennen. Und naja, das wird schon. Aber so geht man ja trotz der Dinge ja viel alleine halt durch die Welt und macht alles alleine. Man hat ja keinen, wo man sagen könnte, oh, wir gehen jetzt mal in die Disco oder wir gehen jetzt mal dorthin oder wir machen jetzt mal ein Picknick oder was weiß ich auch immer. Gar nicht. Und in Ludwigshafen kenne ich jetzt auch noch keinen groß. Hat sich halt noch nichts ergeben. Kopf kann aber alles noch kommen. So streift man halt alleine mit seinem Rucksack, mit seinem Pennyboard. Nutze immer die Möglichkeit, wenn ich halt habe, viel boarden zu gehen. Es macht mir halt unheimlich einfach Spaß. Also es ist wirklich ein tolles Gefühl, sich auf sein Board zu schnallen und abzudüsen. Ich will mir auch bald noch ein Longboard noch holen, sobald ich dann mal das Geld dafür habe. Ich will mir dann gleich auch ein richtiges Gutes holen. Hier haben wir einen Shop, der so was aus Bambus so ist, also gute Qualität hat. Aber es kostet dann so seine 250 Euro, muss er halt schon einplanen. Ist jetzt, sagen wir mal, jetzt nicht so groß die Welt, es soll jetzt auch nicht gerade billig, aber ich kümmere mich erstmal um die WG, erstmal, dass das alles geklärt ist und dass da erstmal die finanziellen Sachen alles wieder laufen. Dann sehen wir weiter. Ich habe ja mein Pennyboard, das reicht mir erstmal. Kann ich mir wenigstens noch an meinen Rucksack schnallen und damit dann durch die Stadt cruisen. Nein, das ist wirklich eine schöne Sache, es macht unheimlich Spaß, man fühlt sich wirklich frei. Ich habe ja schon mal ein Video dazu kurz gemacht, meine Gedanken zum Pennyboard. Ich werde vielleicht dann mal nochmal ein Update auch nochmal dazu machen. Ich kann es nur jedem mal empfehlen, es einfach mal auszuprobieren. Robert von Business 1x1 macht es ja auch. Und durch ihn habe ich auch ein bisschen die Inspiration, beziehungsweise auch durch den Unge, wer den kennt hier von Ungefilmt und so weiter. Hier ein großer YouTuber, der ja seine Weltreise macht, gerade in England ist. Der ist ja auch der Longboarder, Boarder schlechthin. Der hat quasi auch diesen Trend ein bisschen mit eingeführt.
Und durch ihn, weil ich seine Videos auch gerne gucke, sagt er, so ein cooler Typ, habe ich halt dazu auch die Inspiration gefunden. Ich wollte auch einfach wieder ein bisschen was machen und das Leben auch einfach mal wieder erleben und genießen. Und da dachte ich, ja, wieso mal nicht? Probierst du mal zu boarden. Es macht einfach Fetz und Spann. Es ist auch Spiel, auch ein bisschen auch sportliche Tätigkeit auch. Musst dich ja auch mit deinen Beinen ja auch bewegen. Und es ist einfach nur herrlich, tolles Gefühl. Und das sind all solche Dinge, die tun mir halt einfach gut. Und da fühle ich mich auch selber auch gut dabei und kann damit auch diese Freude und diese Positivität nach außen hingeben, kann diese in meinen Videos euch mit wiedergeben und euch mit in eurem Leben mitgeben, dass ihr auch lächeln könnt und lachen könnt und einfach mal euch an kleinen Dingen mal erfreuen könnt. Und wenn ich da schon was bewegt habe, wenn ich da schon ein Lächeln bei euch mit gezaubert habe, dann ist mir das schon viel wert im Leben. Dann ist das mir das schon sehr viel wert. Ich kann es natürlich nicht jedem von euch da draußen recht machen. Den einen gefällt es, den anderen nicht. Der andere, was erlebt, würde sagen, was ist labert der da für eine Scheiße? Der andere wird sagen, ja, ey, cooler Typ, der macht das super. Ich sage, es gibt immer solche und solche. Man kann halt nicht jedem gefallen, so ist es halt. Und manche erkennen es vielleicht erst irgendwann erst später und dann sagen, hey, der macht jetzt schon so viel. Man macht jeden Tag und klemmt sich wirklich dahinter. Wow, da scheint ja wirklich was dahinter zu stecken. Ich sage, es kommt ja auch die Zuschauer oder die Leute, die sich für einen begeistern oder einen mitverfolgen, halt auch nicht gleich alle am Anfang. Manchmal braucht sowas auch Zeit und man muss auch selber was mal zeigen können, was in einen steckt, dass man auch, ich sage, ganz wichtig, authentisch ist. Was ich ja jedem meiner Videos versuche, ich bin so, wie ich bin, ich rede so, wie ich rede und ich habe nicht vor, jetzt hier den Komiker und den Schauspieler oder den sonst was hier hinzustellen, sondern einfach hier von meinem Leben zu berichten und von mir zu erzählen. Das ist mir ganz wichtig. Und euch das eine oder andere aus meinen Gedankengängen, aus meinem Wissen mit auf den Weg zu geben. Ja, was verändern zu können. Wie ich sagte, der Kai von Kai Flocktritz und seinem neuesten Video, was ist eure Motivation, was ist euer Erfolg im Leben? Ja, bei mir ist schon Erfolg, wenn ich etwas für mich selbst und für andere Menschen was erreichen kann, was bewegen kann. Ich sehe den Erfolg alleine schon, wenn ich etwas in meinem Leben bewegt habe. Wenn ich jetzt zurückblicke, was ich dessen jetzt schon alles erreicht habe, ist das für mich schon ein Erfolg. Ein Erfolg im Leben. Das ist immer die Frage, wie man seinen eigenen Erfolg hat definiert. Jeder definiert es anders, jeder hat eine andere Sichtweise. Weil wir halt alle unterschiedliche Menschen sind. Alle unterschiedliche, besondere Menschen sind. Und jeder seinen eigenen Charakter hat und seine eigene Denkweise hat. So ist das nun mal. Und ich habe halt meine Denkweise, meinen Charakter. Ich bin der, ich bin. Das ist mir halt ganz wichtig und ich gehe meinen Weg. Gehe meinen Weg so, wie mir mein Weg gefällt. Und ob ich es den einen oder anderen da draußen recht mache oder nicht, oder ob er sich zurückzieht oder mit mir nichts zu tun haben will oder sonst was, ist mir scheißegal. Die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten wollen, die Menschen, die mich gern haben oder auch nicht, die sind da, die werden kommen. Und die halt nicht, die gehen halt ihren Weg. Ist ja jedem seine Sache, was er in seinem Leben tut, macht. Ich suche mir ja auch die Menschen aus, mit denen die ich mir anschaue, mit denen ich was machen will und nicht. Und ich sage, es gibt auch Menschen, okay, sagen, okay, was erzählt, interessiert mich oder was interessiert mich nicht. So ist das halt eben mal im Leben. So, gut, jetzt werde ich mich nochmal ins Kaffee schwingen. Das Video hier gleich heute mal noch hochladen, dann habt ihr heute Abend noch was zu sehen. Dann den Abend noch ein bisschen chillig ausklingen. Mal gucken, was die anderen Kollegen noch heute noch für Videos hochgeladen haben, was nicht. Die neueste Tomatenschoße kommt ja heute wieder. Die schaue ich mir auf jeden Fall gleich nochmal an und gucken, was die anderen machen. Unser Dave von Happy Nettle Boy, bin ich auch mal gespannt, was der Gute wieder macht und auch alle anderen. Ja, oder hier Dennis von Green Boon mit seiner Challenge, hat er ja auch bald geschafft. Ich mache ja hier mit meiner Challenge ja weiter. Es wird mal Tag gegeben, da wird es vielleicht mal kein Video geben, meine Auszeit, das kommt mal vor. Ich sage, wir sind alle nur Menschen. Alle nur menschlich, es gibt auch mal Tage, da geht es vielleicht einfach nicht so gut oder es gibt einfach nichts, was man gerade filmen könnte. Es wäre dann auch langweilig, nur solche Sessions zu machen, ja, wie ich gerade esse oder wie ich nur den ganzen Tag spazieren gehe oder sonst was. Das bringt ja auch nicht so viel Mehrwert. Und daher, wenn es dann immer dieselben Aktionen sind, wenn es wieder was Neues gibt, dann macht man halt dann wieder ein Video dazu. Wenn ich mich dann auch mit Leuten treffe, das kommt dann auch alles noch. Und ich denke mal, spätestens, wenn ich in der WG bin, dann geht es eben eh erstmal so richtig los, wenn ich meine Homebase habe. Von da aus kann ich mich dann auch noch viel besser koordinieren. Dann habe ich dann noch ganz andere Möglichkeiten. Also lasst euch da mal in dem Sinne dann hier bei Alter EMV auf meinem Channel auf jeden Fall überraschen.
Morgen, denke ich, zum Sonntag werde ich wieder ein Video von My Life machen, da weitermachen. Ich denke mal zum Thema Minimalismus. Vielleicht dazu ein Video machen, wie Minimalismus mein Leben mich bewegt. Zwei habe ich ja jetzt schon gemacht zum Thema Veganismus und Obdachlosigkeit. Das machen wir, denke ich, mal weiter mit Minimalismus und da wird es in der Reihe definitiv auch noch weitere Videos geben, weil es gibt zu viele Dinge, für die ich mich auch interessiere und die ein bisschen was in meinem Leben verändert habe oder wie ich allgemein darüber denke. Das soll jetzt in dieser Reihe gehen, dass ich über spezielle Themen einfach mal kompakt und konkret sprechen werde. Da könnt ihr euch auf jeden Fall noch überraschen lassen, dann mache ich morgen noch weiter. Mal sehen, wie das Wetter morgen ist, ob es vielleicht noch ein bisschen kühler wird, suche ich mir ein schönes Plätzchen. Kamera aufgestellt, das Handy und dann wieder drauf losgebabbelt. Also, dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Abend oder morgen wieder schönen Sonntag oder was auch immer, wann ihr das Video ja seht. Lasst einen Däumlein nach oben, wenn es euch gefällt. Teilt, wie gesagt, auch gerne mal das Video euren Freunden auch mal mit oder so, dass auch mal andere sehen und nicht nur mal dieselben. So können wir auch, haben wir auch mal vielleicht auch mal die Möglichkeit, mal flächendeckend auch mal andere Leute damit zu vernetzen. Wie gesagt, wenn es euch gefällt, wenn es euch zusagt. Lasst einen Kommentar auch gerne mal mit drunter. Eure Meinung interessiert mich auch immer. Egal, was es mitgeht. Kritik, wenn bitte konstruktive Kritik, freue ich mich immer drüber. Wenn es natürlich halt nichts ist, dann naja. Aber auf alles andere Feedback natürlich genauso. Also meine Lieben, dann lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal wieder hier bei Alter, ihr und wir. Also ihr, das bin ich. Und wir, meine Lieben, das seid ihr. Und gemeinsam sind wir hier in dieser wunderschönen Welt, die uns ja jeden Tag so gefällt. Und wo wir jeden Tag versuchen, das Beste draus zu machen. Und versuchen, unser Leben einfach selbst zu gestalten. Also, see you later, Alligator. Bis zum nächsten Mal wieder hier bei Alter, ihr und wir.